Hallo bei der Klimazeit, schön, dass Sie dabei sind. Von der UN-Klimakonferenz hat wahrscheinlich mittlerweile jeder schon mal gehört. Von der UN-Biodiversitätskonferenz allerdings nicht. Die hat bisher eher ein Schattendasein gefristet, obwohl sie genauso wichtig ist. Sie findet gerade zum 15. Mal statt, dieses Jahr in Montreal in Kanada. Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt, also die Vielfalt aller Lebensräume wie Nadelwälder, tropische Regenwälder, Moore, Flüsse und so weiter. Außerdem die Vielfalt der Arten, egal ob Tier, Pflanze, Pilz oder anderes. Insgesamt gibt es heute über 8 Millionen Arten, wovon rund 1,7 Millionen dokumentiert und beschrieben wurden. Klimawandel und Biodiversität, beides muss mehr Beachtung bekommen. Die meisten Unternehmen sind allerdings nicht dafür bekannt, sich besonders für Biodiversität zu interessieren. Aber sogar da tut sich was, zeigt unser erster Beitrag. Es dampft in Erlenbach am Main in Unterfranken. Ein riesiger Chemiefaserstandort in Bayern auf 176 Hektar Fläche. Doch hier gibt es nicht nur hochkonzentrierte Industrie, sondern auch dieses großdimensionierte Biodiversitätsdach. Andrea Schneider hat das begrünte Logistikzentrum, das vor 3 Jahren gebaut wurde, entwickelt. Das ist das größte Biodiversitätsgründach in Deutschland, eines der größten Gründächer überhaupt. Was kann das Dach? Es kann einen der großen Beiträge leisten im Thema Klimawandel im verdichteten Raum. Das Dach kann 66% vom Regenwasser, vom Niederschlag im Jahr hier oben speichern, in die Verdunstung wieder zurückgeben. Der Effekt drinnen in den Logistikhallen? Kühlung auf 23 Grad, auch in heißen Sommern. Dafür sorgt oben eine Fläche so groß wie 10 Fußballfelder. Der Boden besteht größtenteils aus Granulat und teils aus dem Boden des Waldes, der für das Zentrum weichen musste. Als Ausgleich hat der Betreiber in 14 Metern Höhe 100 Biodiversitätsinseln wie Totholzstapel und Teiche geschaffen. Was sich bisher gezeigt hat, ist, dass durch die Gestaltung mit den Biodiversitätsinseln ungefähr das Dreifache an Käfern zum Beispiel auf so einem Dach nachgewiesen werden kann, wie auf einer konventionellen Fläche. Also für die Artenvielfalt ist es eine deutliche Belebung, auch für Insekten. Um den Schutz von Insekten, insbesondere von Bienen, kümmert sich auch das italienische Start-up 3Bee. Und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Durch automatisierte Beobachtungen soll die Sterblichkeitsrate der Bienen so um 20% gesenkt werden. Bienen tragen als Bestäuber einen großen Teil zum Erhalt der Natur und Artenvielfalt bei, erklärt der Gründer. Unser Ziel ist es, mit den Bienen zu sprechen, ihnen zuzuhören. Wir analysieren die Geräusche, die Frequenzen des Summens der Bienen. Und mit Hilfe dieser Informationen können wir feststellen, wie die Qualität der Biodiversität ist. Wie viele Bienen gibt es? Und welche Art von Bienen? Sind sie krank oder nicht? Ein Netzwerk aus Imkern, aber auch Landwirte und Unternehmen nutzen die Daten zur Regeneration der Bienenvölker und zur Kompensation von Klimaschäden. Artenschutz, ein internationales Thema und ein wachsendes Geschäftsmodell, mit dem 3Bee jetzt auch den deutschen Markt erobern will. Die größten Märkte für umweltbewusste Unternehmen sind unserer Meinung nach Frankreich und Deutschland. Deswegen haben wir nun auch 3 Mitarbeiter in Deutschland angestellt und suchen derzeit 2 weitere. Auch in den Städten hierzulande tut sich etwas. Mitten in Darmstadt, am Straßenrand, ein ungemähter Grünstreifen. Was so unspektakulär klingt, kann für die Biodiversität große Auswirkungen haben. Auf 250 Flächen in 3 deutschen Städten forschen derzeit unter anderem Wissenschaftler der TU Darmstadt, der Stadt und des BUND gemeinsam. Genevieve Walter und Nico Martin werden auch heute direkt fündig. Laut der App ist es eine Gailardia pulchella. Auf jetzt einer sehr häufig gemähten Fläche, wie zum Beispiel im Parkrasen, könnte die gar nicht erst quasi so hoch wachsen. Ziel des Projektes BioDiv Kultur? Städtische Grünflächen biodiverser gestalten. Denn beim Mähen wird ein Großteil der Pflanzen und Tiere getötet.
Irgendwo muss man ja was für die Biodiversität tun, für die Artenvielfalt, für die Vielfalt der Lebensräume. Und das sind ja Flächen hier, die sind sowieso da. Die kann man einfach dadurch, dass man sie anders bewirtschaftet, als wertvollen Lebensraum schaffen. Quasi so kleine Oasen, wo die Tiere eben dann auch einfach leben können und sich fortpflanzen können. Zurück im Industriepark im bayerischen Erlenbach am Main. 1,4 Millionen Euro hat das Biodiversitätsdach hier gekostet. Eine Förderung dafür gab es nicht. Aber eine Frage bleibt. Viele Firmen betreiben Greenwashing. Sie auch? Nein, wir haben uns hier ganz bewusst dazu entschieden, nicht nur den formellen Anspruch zu erfüllen, sondern über das notwendige Maß hinaus ein Dach zu planen und zu betreiben und auch in der Zukunft wesentlich weiterentwickeln zu wollen. Andrea Schneider arbeitet dafür weiter mit zwei Universitäten zusammen und plant nun, das Dach demnächst auch zum neuen Lebensraum für Reptilien zu machen. Auf der Artenschutzkonferenz wird dieses Problem Thema sein. Wir haben es mit einem heftigen Populationsschwund von allen möglichen Lebewesen zu tun. Um 68% seit 1970 sind sie weniger geworden. Das hat Miles Richard, ein Professor an der Uni in Derby in England, hier grafisch klargemacht und bei Instagram gepostet. Umso grauer, umso weniger Artenvielfalt haben wir. 9000 Tier- und Pflanzenarten sind momentan weltweit bedroht, darunter 26 Tierarten in Deutschland. Zum Beispiel der Schreiadler, der Feldhamster und das Birkhuhn. Was also tun? Wir zeigen Ihnen jetzt eine sehr ungewöhnliche Methode, um Tiere vor dem Aussterben zu retten. Artenschutz durch künstliche Befruchtung. Sie sind die Letzten ihrer Art, Najin und Fatu. Und damit ist diese Spezies so gut wie ausgestorben, denn beide Tiere sind weiblich. Weltweit gibt es kein einziges männliches Exemplar der nördlichen Breitmaulnashörner mehr. Doch eine Hoffnung gibt es noch. Professor Hildebrand aus Berlin glaubt, dass es ihm gelingen kann, die nördlichen Breitmaulnashörner zu retten. Mit Hilfe modernster Techniken aus der Reproduktionsmedizin. Wir haben nur noch zwei Weibchen auf diesem Planeten. Und mit Hilfe der assistierten Reproduktion werden wir in der Lage sein, in absehbarer Zeit eine Population von nördlichen Breitmaulnashörnern wieder zu erstellen. Ein visionärer Ansatz. Seit dem Tod des Nashornbullen Sudan im Jahr 2018 steht fest, dass auf natürlichem Wege keine Rettung mehr möglich ist. Aber hier im Kryolager im Leibniz-Institut für Wildtierforschung in Berlin lagern Spermien von Sudan und vier weiteren Artgenossen. Sie wurden Ende der 90er Jahre in flüssigem Stickstoff eingefroren. Heute sind sie wertvoller denn je. Dieses Sperma ist das Rückgrat für das gesamte Artenschutzprogramm. Also es ist nicht nur für uns wichtig, ich glaube, es ist für die gesamte Menschheit wichtig, was hier lagert, weil wir damit in der Lage sein werden, das nördliche Breitmaulnashorn wieder zurückzuholen von dem Aussterbeprozess und vielleicht in 10 oder 20 Jahren auch wieder auszuwildern. Die Tiere wurden über Jahrzehnte von Wilderern gnadenlos gejagt und erlegt. Ihr Horn gilt in Asien als wertvolles Heilmittel, ist auf dem Schwarzmarkt teurer als Gold. Der Bestand der Art hat dadurch rapide abgenommen. Vor 60 Jahren gab es noch 2360 Tiere. Heute sind noch zwei davon übrig geblieben. Wie die Art doch noch gerettet werden könnte, zeigt uns Hildebrands Team in Berlin. Hier wird zunächst das Sperma aus dem Kryolager nach exakten Vorgaben aufgetaut. Genaue Zeit und Temperatur sind dabei entscheidend. Unter dem Mikroskop wird das qualitativ beste Spermium ausgesucht und vorsichtig an einer bestimmten Position in die Eizelle injiziert. Seine Methode zeigt erste Erfolge. 22 Embryonen der nördlichen Breitmaulnashörner haben sie hier bereits erzeugt. Diese lagern jetzt in Tiefkühltanks, bis die Wissenschaftler sie für den Embryotransfer wieder auftauen werden. Doch es gibt noch eine Hürde, die nie zuvor erprobt wurde. Weil die beiden Nashorndamen Najin und Fatu die Embryonen nicht mehr selbst austragen können, sollen sie in eine andere Nashornart eingesetzt werden.
es klingt vielleicht verrückt, dass wir so ein im Labor erzeugten Embryo in eine artfremde Spezies einbringen wollen. Die Beine sind zwar mehrere hunderttausend Jahre von der Evolution auseinander, aber sie haben noch sehr viele Gemeinsamkeiten, die uns hoffen lassen, dass das klappt. Die nördlichen Breitmaul-Nashörner werden wohl gerettet werden können, glaubt Thomas Hildebrandt, wenn die Methode funktioniert. Najin und Fatou könnten den Nachwuchs dann vielleicht sogar noch selbst artgerecht großziehen. Doch um den Lebensraum der Nachkommen zu erhalten, braucht es weit mehr als nur den Einsatz der Wissenschaft. Expertin für Biodiversität ist Professorin Katrin Böning-Gäse, Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums. Frau Professor Gäse, Sie sagen, Biodiversität ist die Lebensgrundlage der Menschen. Warum kann uns das nicht egal sein, wenn immer mehr Arten aussterben? Letztlich ist die Biodiversität unsere Existenzgrundlage. Fast alles, was wir zum Leben brauchen, kommt aus der Natur. Zum Beispiel unser Essen, sauberes Trinkwasser. Auch viele der modernsten Medikamente kommen aus der Natur. Und die Biodiversität ist auch sowas wie der Maschinenraum der Ökosysteme. Die sorgt dafür, dass Ökosysteme funktionieren und wir all diese Güter und Leistungen der Natur überhaupt entnehmen können. Dass Klimaschutz wichtig ist, das wissen mittlerweile alle oder ich sag mal fast alle. Warum ist das Thema Artenschutz noch nicht so bei uns angekommen? Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich würden beide Themen bei der Rio-Konferenz 1992 auf die Agenda gesetzt. Dann wurde etwas später der Weltklimarat eingerichtet und deutlich später der Weltbiodiversitätsrat. Ist also möglich, dass das Thema einfach Zeit braucht, bis es in der öffentlichen Aufmerksamkeit ankommt. Aber ein riesiges Problem ist, dass der Verlust der Biodiversität so schleichend passiert und dass wir das gar nicht richtig mitbekommen, insbesondere da auch bei uns in Deutschland die meisten Menschen in der Stadt leben und die Arten auch gar nicht mehr kennen und die das gar nicht mitbekommen, wenn zum Beispiel auf unseren Feldern immer weniger Feldlerchen singen. Was erwarten Sie denn von der Artenschutzkonferenz, die gerade in Montreal stattfindet? Eigentlich muss diese Konferenz der Paris-Moment für den Schutz der Biodiversität werden. Hier werden die großen Ziele für die nächsten 8 Jahre bis 2030 ausgehandelt. Da geht es darum, 30% der Landesfläche und der Meeresfläche bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen. Das ist ein ganz zentrales Ziel. Aber es geht auch darum, Naturschutz besser zu finanzieren und den globalen Süden, die Länder des globalen Südens, bei der Bildung von Naturschutzgebieten zu unterstützen. Und letztlich geht es auch darum, dass wir unser ganzes Gesellschaftsmodell auf den Prüfstand stellen und dass wir überlegen, ob die Art, wie wir handeln und wirtschaften, so weitergehen kann. Dann hätte man viel erreicht. Dankeschön, Professorin Katrin Böning-Gäse. Ich danke ebenfalls. Wir befragen hier ja jede Woche Meteorologen und Meteorologinnen weltweit danach, was sie momentan beschäftigt. Diesmal gucken wir nach Panama, wo das Wetterphänomen La Niña aufgetreten ist. La Niña ist quasi das Gegenstück zu El Niño und geht mit Trockenheit in einigen Regionen und heftigen Regenfällen in anderen Regionen einher. Ich bin Annette Quinn aus Panama. In allen Ländern gibt es aufgrund des Klimawandels Veränderungen in den Niederschlagsmustern, die unter anderem auf das Wetterphänomen La Niña zurückzuführen sind. Also in der gesamten Karibik gibt es weniger Regen. Hier im Pazifik bei Panama haben wir dagegen eine Zunahme der Niederschläge mit Verlusten von Viehbeständen an Land. Aufzeichnungen zeigen auch, dass durch den Anstieg des Meeresspiegels dann sogar Inseln untergehen. Untergegangen ist im Sommer im letzten Jahr auch das Ahrtal. Wir gucken heute auf dieses Thema, weil wir gerade den deutschlandweiten Warntag hinter uns haben. Der soll bewirken, dass bei einer nächsten Flut viel mehr Menschen schnell gewarnt werden können. Denn dass da ein Unwetter kommt, das wusste man damals. Man konnte es ziemlich deutlich auf Satellitenbildern sehen. Und wie heftig es war,
Das verdeutlicht uns nochmal Carsten Schwanke aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Wir hatten es am 14. Juli 2021 mit einem sogenannten langsam ziehenden Tief Mitteleuropa zu tun. So nennen wir meteorologisch gesehen diese Wetterlage, wenn wir es mit einem kleinräumigen, wetterintensiven Tiefdruckgebiet zu tun haben, das sich langsam über Mitteleuropa hinweg bewegt. In den Tagen zuvor hielt es sich noch über dem Mittelmeer auf, tankte dort eine Menge Feuchtigkeit und auch Wärme, sprich Energie. Und am 14. selbst lag es dann mit seinem Zentrum, vor allem abends, genau in der Mitte Deutschlands und hat entgegengesetzt im Uhrzeigersinn die Wolken um sich herum gedreht. Die Radarbilder vom Nachmittag und Abend des 14. Juli hier zu sehen, zeigen auch sehr schön diese Drehbewegung und zeigen eben auch, wie diese starken Regenwolken aus dem Nordwesten Deutschlands in Richtung Eifel gedrückt werden. Und vor allem hier sehen wir am Nordrand der Eifel diese gelb, orangen, roten Farbtöne. Hier stauten sich die Wolken, hier fiel der meiste Regen und so sah das Ergebnis aus. Das hier sind die 48-stündigen Regenmengen vom Nordrand des Sauerlandes über das Rheinland hinweg bis in Richtung Ahrtal. Und dort, wo es so lila und pinkfarben ist, dort fielen mehr als 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. In den Spitzen waren es mehr als 150 Liter pro Quadratmeter. Das Interessante, gerade im Bereich am Oberlauf der Ahr kam der meiste Regen innerhalb von nur wenigen Stunden am 14. Juli herunter. Verlassen Sie sofort Ihr Haus. So eine Warnung hätte sich Oliver Gries damals gewünscht. Er hat die Flut im Ahrtal überlebt und fragt sich bis heute, was hätte besser laufen müssen. Denn dass der Regen so kommt, war ja klar. Aber passiert ist nichts. Es ist nur eine Frage der Zeit bis zur nächsten Flutkatastrophe im Ahrtal. Im Juli 2021 hat ein Starkregen ganze Ortschaften weggespült. Kam die Flut überraschend? Wissenschaftler wussten, dass es im Ahrtal schon früher verheerende Hochwasser gab. In einem von den Videos sieht man halt, wie das Wasser auf der Rückseite von dem Tunnel in Altenahr wirklich rausrauscht. Dahinter wurde die komplette Straße wegerodiert, da ist nichts mehr. Und da ist tatsächlich eine Fotografie von dem Hochwasser 1910. Und ich habe meinen Augen fast nicht geglaubt. Also das sah gefühlt identisch aus. Bereits damals gab es zahlreiche Todesfälle. Der Grund? Die Bebauung des Ahrtals. Früher hatte der Fluss Platz, nur wenige Flächen an der Ahr waren versiegelt. Durch die immer dichtere Besiedlung am Flussufer staute sich das Wasser. Schon im Jahr 1804 kam es zu einem historischen Hochwasser. Damals lag der Pegelstand hier. Im Juli 2021 stand das Wasser deutlich höher, obwohl etwa gleich viel Wasser durch das Ahrtal geflossen ist. Altenahr. Die damalige Bürgermeisterin Cornelia Weigand erhält erst am Nachmittag vor der Flutkatastrophe eine Hochwasserprognose. Der sonst knietiefe Fluss soll auf 5,19 Meter steigen. Wir haben dann auch gedacht, das ist ein Wert, den hat noch keiner von uns gesehen. Also ist jetzt klar, das ist mindestens ein Jahrhundert Hochwasser und es sieht so aus, als kommt auch deutlich mehr. Das müssen wir ernst nehmen, da müssen wir uns darauf vorbereiten. Und dann habe ich meinen Wehrleiter, meinen stellvertretenden Wehrleiter nur gefragt, was kann ich als Bürgermeisterin da jetzt noch machen? Bitte lassen Sie den Katastrophenfall ausrufen. Während die Bürgermeisterin von Altenahr erst wenige Stunden vor der Katastrophe gewarnt wird, weiß Hannah Cloke in England schon 5 Tage zuvor, was sich anbahnt. Die Professorin für Hydrologie hat das europäische Flutwarnsystem EFAS mitentwickelt. Als ich an diesem Morgen auf das System schaute, war klar, das war nicht normal. Überall lila, höchste Warnstufe. Es gab viele Regionen, wo ein extrem hohes Flutrisiko bestand, wenn es weiter so regnete. Es stand die perfekte Flut bevor. Hannah Cloke verschickt Warnmeldungen, auch an den Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Hier werden die Wettervorhersagen für Deutschland erstellt und bei extremen Wetterlagen auch Warnmeldungen verschickt. Franz Josef Mollet, damals Leiter der Vorhersagezentrale, zur Lage am Wochenende vor der Katastrophe. Uns war am Wochenende schon klar, dass da ein Extremereignis droht. Wir haben am Sonntag sogar schon das Ereignis so kommen sehen, wie es nachher auch eingetroffen ist. Die Warnungen des Wetterdienstes werden 2 Tage vor der Flut an die Bürgermeister gemailt, aber nur mit den Angaben der Niederschlagsmengen.
Man braucht die Hilfe von Experten, um die Tragweite der Vorhersagen erkennen zu können. 200 mm Niederschlag oder der Fluss steigt auf 4 Meter, das versteht doch keiner. Als wenige Stunden vor der Flut endlich eine amtliche Pegelprognose eintrifft, ruft die Bürgermeisterin den Landrat an. Nur er hätte den Notstand ausrufen können. Und sinngemäß war die Antwort, wir brauchen noch mehr Informationen, wir müssen noch Daten verifizieren. Das dauert noch. Kostbare Zeit, die die Menschen vor Ort nicht mehr haben. Leute, ich bin am Arsch. Könnt ihr das sehen, das Wasser vor der Haustür? Jetzt bricht alles ein. Ich glaube, mein ganzes Haus stürzt ein. 189 Menschen sterben. Auch sein Haus wird von den Fluten weggerissen. Nur durch Glück kann sich Oliver Gries auf eine Insel retten. Von Politik und Medien fühlte er sich im Stich gelassen. Es kamen keine Warnungen. Es kam nichts jetzt irgendwo, verlassen Sie Ihr Haus, weil es kommt so hoch. Und man ist auf sich selbst gestellt gewesen. 2021 hat Extremwetter an der Ahr zu einer Katastrophe geführt. So etwas darf sich nicht wiederholen. Nirgends. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, jetzt handeln, damit in Zukunft niemand mehr sterben muss. Fluten werden schnell vergessen, aber sie werden wieder passieren. Und der Klimawandel wird heftigere Niederschläge bringen und so Fluten verschlimmern. In Deutschland gibt's die nächste vielleicht schon im Sommer. Simone Sandholz ist leitende Wissenschaftlerin am Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn. Sie forschen im Bereich Katastrophenmanagement. Frau Sandholz, was im Ahrtal passiert ist, macht uns alle noch immer fassungslos. Wer damals Schuld hatte, diese Frage können wir hier nicht klären. Aber was waren aus Ihrer Sicht die Hauptpunkte, die damals schiefgelaufen sind? Danke für die Einladung. Es hat sich ja niemand vorstellen können, dass es überhaupt so schlimm kommen könnte. Und das war sicherlich einer der Gründe. Ereignisse von so einem Ausmaß, die wurden weder für möglich gehalten, noch wurden die vorher beprobt. Und obwohl diese Informationen da waren, sind sie entweder nicht in verständliche Frühwarnung von Behörden und auch Bevölkerung umgesetzt worden. Und dazu hat man auch die Wechselwirkung von diesen Flutfolgen nicht genügend vorher bedacht. Beispielsweise waren ja Einsatzkräfte teilweise selber betroffen, weil ihre Häuser überflutet gewesen ist. Die Wege zur Arbeit und auch die Fluchtwege waren überschwemmt. Es gab nicht genügend Strom, um Pumpen zu bedienen. Und die Einsatzkräfte konnten nicht miteinander kommunizieren, wenn das Telefonnetz zusammengebrochen ist. Sind denn jetzt schon Lehren daraus gezogen worden? Also wären wir, wenn sowas jetzt nächsten Sommer passiert, besser vorbereitet? Es ist jetzt zuerst mal großartig, dass das ganze Thema auf einer breiteren Ebene wahrgenommen wird und auch das Bewusstsein gestärkt wurde, dass wir was tun müssen, dass Deutschland nicht komplett vorbereitet war auf so ein Ereignis. Das sieht man ja zum Beispiel auch an der Einführung von Cell Broadcast innerhalb von einem Jahr, mit dem man sehr viel mehr Leute bei Frühwarnung auch erreichen wird. Das alles ist aber sicherlich noch nicht genug. Wir dürfen da jetzt auch gerade die betroffenen Gemeinden nicht alleine lassen mit teilweise sehr schwierigen Entscheidungen, wo zum Beispiel wieder aufgebaut werden darf. Weil es ist ja nicht nur die Frage von früherer und besserer Warnung, sondern auch der Minderung der Risiken. Und das bedeutet einfach, weniger Leute solchen Ereignissen auszusetzen, weniger Schäden, die eintreten können. Und da sind auch teilweise schwierige Entscheidungen zu treffen. Was sind das aus Ihrer Sicht für Entscheidungen? Was muss aus Ihrer Sicht noch passieren? Dazu sind wir als Teil der Vereinten Nationen, als Universität in diesem Vereinten Nationen-Konzept, im System, ja auch ein Teil, die zum Beispiel zum Senderrahmenwerk für Katastrophenvorsorge arbeiten. Das ist ein globales Rahmenwerk, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt, in dem auch Deutschland ein Teil ist und das Anleitung geben kann, zum Beispiel für bessere Frühwarnung. Das hat der Generalsekretär Antonio Guterres gerade vor 3 Wochen gesagt, dass er besonderen Wert darauf legen möchte, diese Frühwarnung zu stärken, indem Mittel bereitgestellt werden über die nächsten 5 Jahre weltweit, damit einerseits die Daten erhoben werden, aber auch noch mehr an die Bevölkerung weitergegeben werden in einem verständlichen Format, sodass wir alle wissen, was wir zu tun haben, aber auch, wie wir uns jeder persönlich, aber auch als Gesellschaft besser vorbereiten können. Dankeschön. Simone Sandholz von der UN-Universität in Bonn.
Ja, es muss also einiges getan werden, damit wir besser auf solche Katastrophen vorbereitet sind. Wir brauchen Warnungen, am besten direkt zu jedem aufs Smartphone. 68 Millionen Smartphone-Nutzer gibt es momentan in Deutschland und zwei Warn-Apps, die man sich runterladen kann. Das ist die Warn-App Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und die Katwarn-App, unter anderem vom Verband öffentlicher Versicherer und vom Fraunhofer-Institut. Und ganz neu gibt es jetzt Cell Broadcast. Damit kann per SMS gewarnt werden, auch die Menschen, die keine Warn-App nutzen. Und einiges tun auch Kommunen, Länder und Bund schon. Was? Gucken wir uns an. Thomas Schmid vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie leitet federführend ein Projekt, bei dem es darum geht, gerade die Lücken im Katastrophenschutz ausfindig zu machen. Wenn die örtliche Feuerwehr natürlich überfordert ist, muss sie schauen, dass es das an die nächsthöhere Eskalationsstufe weitergibt. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, wer macht was, wer ist für was zuständig oder gegebenenfalls, wen rufe ich an oder wie komme ich an die nächste Eskalationsstufe. Gerade die sogenannten Kaskadeneffekte, also die Konfrontation der Krisenstäbe mit mehreren Katastrophen, sollen mögliche Defizite aus dem Weg räumen. Drei Wetterszenarien werden geprobt. Nicht praktisch, sondern vom Reißbrett aus. Das eine ist das Thema Hitze. Das kommt nächstes Jahr dran. Das wird bei drei Regierungspräsidien in Kassel, in Gießen und in Darmstadt beprobt, jeweils mit einem Landkreis. Das Jahr drauf werden wir das Szenario Starkregen beproben. Und dann im dritten Jahr kommt dann das Szenario Wintersturm dran. Unterwegs mit Jürgen Nesselberger. Er ist Ortsvorsteher von Rambach, einem Ortsteil von Wiesbaden. Nach jahrelangen Diskussionen um ein Hochwasserkonzept soll es nächstes Frühjahr losgehen. Hier am Ortsrand von Rambach wird eine Staumauer mit Rückhaltebecken gebaut. Das Wasser staut sich dann vor dem Damm hier in die Wiesen hinein. Und hier haben wir sehr große Flächen, um bis zu 50.000 Kubikmeter Wasser aufzustauen auf diesen Wiesen. Welchen Weg das Wasser nach Starkregen nimmt, lässt sich für jede Kommune anhand von Fließpfadkarten aufzeigen. Wir sind am Fachzentrum für Klimawandel und Anpassung. Hier werden die Karten erstellt. Also hier sieht man beispielsweise, dass eine landwirtschaftliche Fläche, die sehr stark geneigt ist, direkt an der Ortschaft, also an der Bebauung liegt. Und da kann es einfach dazu führen, dass dort nicht nur Wasser in den Kellern landet, sondern auch Schlamm. Man kann schon ableiten, dass es einfach Risikobereiche gibt, wo das Wasser auf jeden Fall hinfließt. Schon seit 2007 erstellen sie diese Karten. Anfänglich interessierten sich gerade mal 30 Kommunen dafür. Dann kam leider die Ahrtal-Katastrophe und innerhalb von kürzester Zeit hatten wir 200 Anfragen da liegen. Und das hat auf jeden Fall das Bewusstsein noch mal sehr, sehr verstärkt in diesem Bereich. Spätestens nach dem Unglück im Ahrtal sind Fragen offen. Auch warum die Warn-App des Bundes Nina keine Nachrichten sendete. Nun soll das mit einem anderen Warnsystem nicht passieren. Der Empfang? Per Push-Nachricht. Egal ob im Lautlosmodus oder ohne SIM-Karte. Weder eine Registrierung noch eine App braucht es. Das Ganze ist anonym und funktioniert über eine Funkzelle. Die Meldung kommt vom Landeskatastrophenschutz. Das war's für diese Woche von der Klimazeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Dann mit meinem Kollegen Tobias Koch. Tschüss und auf Wiedersehen.